Es ist Aschermittwoch, der 17. Februar. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Go for Peace Impuls an diesem Startpunkt für die 40 Tage der Fastenzeit, in der wir uns vorbereiten dürfen auf Ostern. Denn von heute bis Palmsonntag sind genau 40 Tage. Es geht darum, das Rechte, das Richtige, das gerechte Leben wieder zu lernen. Es geht nicht um Selbstgerechtigkeit, sich irgendwas vorzunehmen und hinter auf die Schulter zu klopfen, du hast es gepackt, sondern es geht darum, vor Gott wieder richtig und recht leben zu lernen. Und so sagt uns Jesus im Matthäusevangelium im 6. Kapitel, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, dann lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird es dir vergelten. Also es geht um dieses rechte Tun vor Gott. Und mir kommt immer, wenn ich über die Gerechtigkeit nachdenke, dieses schöne Wort, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Ihr seht, wir haben diese Friedensmänner überall auf der Erde aufgestellt, auf allen Kontinenten. Den ersten habe ich in Sarajevo gesehen, an der Brücke, wo der Erste Weltkrieg losgebrochen ist. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Und Friede wird nicht sein, wenn wir nicht das rechte Leben wieder lernen. Wenn ein Armer neben einem Reichen lebt und der Reiche sich gegen den Armen abschottet, um seinen Reichtum zu schützen, so, dann wird nie Friede sein, da wird immer Spannung herrschen. Also es geht darum, dieses gerechte, das richtige Leben neu zu lernen. Ein Vorschlag könnte sein, in dieser Fastenzeit für die ganze Welt zu beten. Wir haben 200 von diesen kleinen bunten Rosenkränzen mit den 5 Farben, die an die 5 Kontinente erinnern, bestellt. Ich hoffe, sie kommen noch rechtzeitig an. Und daneben liegt in unserer Kirche diese Hilfe aus. Dort sind Gebete für die ganze Welt drin. Wir starten in der ersten Woche, in der ersten Fastenwoche für Asien zu beten. Also wenn ihr wollt, macht mit. Oder eine zweite Idee. Wir können einfach einen Zettel nehmen, von 1 bis 40 die Zahlen aufschreiben und dahinter immer einen Namen schreiben. Und nehmt euch doch pro Tag einen Namen, mit dem ihr in eine richtige, rechte, ehrliche Beziehung kommen wollt und lebt und die ihr wieder am Glühen halten wollt. Nehmt euch diesen Namen, betet für diesen Menschen an diesem Tag, kontaktet ihn per Telefon, schreibt einen Brief, eine Mail, eine WhatsApp-Botschaft, um wirklich mit diesem Menschen lebendig in Kontakt zu bleiben. Lernen wir das Rechte und Richtige im Blick auf uns, auf die Nächsten, auf Gott und auf die Schöpfung wieder neu zu tun. Das ist das Motto, das Rechte tun, doing what is right. Euch einen guten Start in die Fastenzeit.